Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem erneuten Stadion-Vlog auf unserem Kanal, Jungs! Es ist endlich wieder soweit, es geht los. Die Saison geht los, wir sind da. VIP sind wir heute. Wir sind heute in der VIP-Lounge. Schon mal vielen Dank an PlayTFC für die Einladung. Heute wird in der VIP-Lounge auseinandergenommen, Jungs, gegen Werder Bremen heute. Jetzt beim Stadion und gehen gleich direkt in die VIP-Lounge rein. Mal schauen, was da abgehen wird. Wir waren da noch nie. Das ist mein erstes Mal, dass ich in der VIP-Lounge überhaupt sein werde. Und Can und ich sind übelst gehypt heute auf dieses Spiel. Ja, bei 13 Uhr, wir sind zweieinhalb Stunden früher da, das erste Mal. Das erste Mal sind wir nicht 20 Minuten vor Anpfiff da. Wir werden euch gleich alles zeigen und ich bin hyped, man. Let's go, Jungs, let's go. So, Leute, wir sind jetzt da, wir sind beim Stadion. Was sagst du heute eigentlich zum Spiel? Was denkst du, wie es heute ausgehen wird? Eigentlich ist es mir scheißegal, ich bin Bayern-Fan. Gut, immer, ich bin neutraler Zuschauer, ich hoffe auf ein gutes Spiel. Aber was denkst du, wie es ausgehen wird, wie das Spiel ausgehen wird? Keine Ahnung. Hast gar keinen Tipp? Keine Ahnung. Ich sag heute 4-0 Minimum für unsere Borussia. Heute muss 4-0 Minimum gegen Bremen. Zu Hause dann noch. Wenn heute keine 4 Tore fallen, ich schneide mir eine Glatze. Jan ist jetzt schon drin. Boah, ich muss einfach meine Tasche abgeben. Die darf nicht mit rein. Obwohl, also ich dachte, bei VIP-Lounge kann man das vielleicht mitnehmen. Wir sind jetzt drin, Junge. Es geht los. Hier, hier ist kein Konzept. Was geht? Und so peinlich, ich bin gerade gelaufen, ich wollte Stadion schreien, ne? Und die sind einfach mit mir gelaufen, Alter. Warum macht ihr sowas, du mir? Junge, der läuft ja einfach rum. Es geht wieder los, langsam werde ich hyped, obwohl... Zeit war dieses Gerücht am Start, dass Cristiano Ronaldo nach Dortmund wechselt. Stellt euch mal vor, auf diesem Stadion, er läuft, er macht... Das mal rein, Junge. Wenn ihr das machen würdet, ich würde einfach kommen direkt. Ich glaube, wir sind fast da. Ich glaube, dort oben sind unsere Plätze. Stell mal vor, Junge, ich stell mal vor, ey, ich mach Flitze, ich bin VIP-Starter. Ah, wir waren doch falsch. Wir müssen, glaube ich, jetzt hier hoch. Alter, man zeigt den Ordnern unser Ticket. Die gucken blöd drauf, weil es irgendwie so VIP-Tickets sind. Und da steht irgendwie der Block nicht drauf. Die verstehen das nicht. Jan! Ja! Es geht los! Es geht los, Jungs! So, ich glaube, jetzt sind wir richtig. Jeder sagt irgendwas anderes. Das halt doch voll. Ist egal, ihr wisst ja, wie sieht das hier aus? So, ich glaube, jetzt sind wir richtig. Warte, warte, eine Sekunde. Aber wir kriegen noch Bändchen. Viel Spaß. Danke. Wo sind wir? Boah, wegen uns. Guck dir das mal an hier. So, Jungs, wir sind in der VIP-Lounge. Wollte ich schon mal sagen, wir machen kurz mal eine Roomtour. Eine Roomtour in deinem Stadion. Eine Roomtour im Stadion. Was haben wir denn hier? Hier gibt es erstmal Essen. Junge, Lachs, ich fühle mich wie eine Fontane. Bruder, ich fühle mich wie so. Ich weiß nicht, was ich mich fühle. Keine Ahnung, was das ist, aber egal, ich zeige euch mal jetzt eure Aussicht gleich fürs Video. Digga, guckt euch das an, Alter. Aussicht, Mann. Was ist das denn? Wir haben hier sogar Ledersitze, Junge. Leute, guck. Digga, wir sind in einem Film, Digga. Das ist einfach zu krank, Mann. Jungs, abonniert jetzt schon mal den Kanal. Sprengt den Like-Button. Wir werden für euch die perfekten Aufnahmen machen. Ihr wisst, wie das bei uns läuft. Schreibt gerne in die Kommentare schon mal, was wir für die nächsten Videos besser machen können. Und in dem Sinne, genießt dieses Video, Junge. Wie viele Likes schaffen wir für dieses Video, Digga? Wir waren VIP-Launch für euch. Wir waren so 500 Likes, muss sein. Ihr müsst bitte den Like-Button auseinandernehmen. Wir schaffen mindestens 500 Likes. 1000 Likes. 1000 Likes. Gehen wir auf die 1000 Likes. Schaffen. Leute, ballert den Like-Button voll. Ihr habt den gehört. Was, guck mal, das ist mein Manager. Das ist der aggressive Manager. Manager, Mental Coach, Beziehungscoach, Finanzcoach. Was noch? In dem Sinne, wir sind hype. Let's go. So, Julian Brandt ist da, Bruder. Hummels und Marius Wolf. Da haben wir rechts. Wer ist denn rechts hier? Diego Kobel ist Schlotterbeck, oder? Nee, oder? Doch, Schlotterbeck, Bruder. So sieht's gerade aus. Jungs, ich bin so hyped auf dieses Spiel. Auch ein geiles Spiel, Mann. Let's go, Jungs. Spam schwarz-gelben Herz rein. Es geht gleich los. Eine Stunde noch. Ja, Mann. Und guck mal jetzt, Leute. Guck jetzt, was wir hier haben. Das geht ganz schnell. So sieht's bei uns jetzt aus. Garnelen sind angekommen. Ich weiß nicht, was das ist. Nudeln, Spinat. Junge, wir bekommen hier einfach Essen. Direkt, wenn wir kassieren, oder haben wir direkt was zum Reinschieben. Ja. Wo die Teller sind, das gefallen? Einfach Garnelen, komm. Nur ein bisschen lost muss sein. Ein bisschen Garnelen, ein bisschen das, ey. Ein bisschen lost sein muss auch sein. So, wir haben jetzt 14:20 Uhr noch. Knapp eine Stunde bis zum Anpfiff. Wir essen jetzt ein bisschen was. Erste Gericht schmeckt super, lecker. Wir sind jetzt fertig mit Essen. Start der Furt gelegt. Let's go, guck mal. So, Kobel ist im Tor, Leute. Hummels, Schlotterbeck, Guerrero, Wolf. Ich spiele gar nicht Stamm.
Bellingham, Dahoud, Bino Gittins, Reus, Malen und Modest sind auf jeden Fall in der Startelf. Ich sag euch ehrlich, das ist die perfekte Startelf. So würde ich Borussia Dortmund zurzeit aufstellen. Wolf spielt zurzeit safe, viel besser als Thomas Meunier. Aber der Einzige, der das Problem ist, ist gerade Hummels und Stork gespielt, nur weil Niklas Süle und Adem sind ja verletzt. Und deshalb spielt halt Hummels. Und ich bin mal gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Ne? So, wir haben jetzt Fetch gegessen. Sinan ist draußen. Sinan ist hier draußen. Die Stimmung geht schon richtig ab. Bremen-Fans sind da. Hier ist die Südtribüne, hier ist auch voll. Hier ist Sinan. Was machst du gerade, Sinan? Bruder, ich spiele ja gerade Play-TFC, Leute. Ne? Und ich habe mein Team aufgestellt, habe Anthony Modest im Sturm, der muss für mich das jetzt machen. Ich bin gerade Platz 155 und ich will erster Platz sein, um 600 Dollar und eine VIP-Loge zu bekommen nochmal als nächstes. Jungs, ich habe das gerade mein Team, check gerne ab. Hier, Palacios habe ich aufgestellt, Musiala ist von einem auf den anderen nichts verletzt. Dann habe ich Gummi aufgestellt und Castells. Und auf jeden Fall, Leute, wenn ihr auch mal Bock habt, die Spiel zu spielen und NFTs und echt Geld zu gewinnen, für nichts und nichts einzuzahlen, checkt gerne die Videobeschreibung ab. Dort findet ihr den Link zu der App und dann könnt ihr mit mir spielen und zeigen, dass ihr besser als ich seid. Ich bin der Kater, ich packe euch den Link einfach in die Videobeschreibung. Der erste Link. Ja, so sieht die App aus, hier einfach beim Apps herunterladen. Die ist auch verpartnert mit Dortmund Leute. Mit der Bundesliga, alles verpartnert. Sonst wären wir jetzt gar nicht hier, Leute. Die haben uns das ermöglicht, dass wir für euch dieses geile YouTube-Video aufnehmen können. Wir sind auch verpartnert mit Leverkusen. Es werden noch solche geistkranke Sachen auf euch zukommen. Deshalb supportet, ladet euch die einfach runter, links nach hier. Wir haben sogar hier Eis bekommen. Wir bekommen sogar Eis. Ey, wirklich krass. Und sogar noch mehr Eis bekommen. Sogar Confekt, nicht diese Hartz-IV. Teure Eis, ist das teuer? Watzke ist jetzt auch hier Dortmund-Chef. Dann sagt ihm, er soll Ronaldo kaufen. Sag ihm das. Hol Cristiano Ronaldo, spielt in der Bundesliga. Es geht langsam los, die Spieler von drei. So langsam geht es los, 20 Minuten bis Anpfiff. Die Spieler machen hier so eine Torschussübung. Modest, Junge, kannst du besser. Wir sind hier gerade im Gang wieder, wir gehen wieder zurück. Es geht gleich los, ich glaube 10 Minuten. 10 Minuten bis Anpfiff, Sinan. Junge, es geht los. Es geht gleich los, Jungs. Es geht gleich los. So sieht das aus. Aber habt ihr ja schon gesehen. Noch 10 Minuten, dann geht's los. Das ist für ein Hype. Bundesliga kann nicht starten, Alter. Wer ist das? Nein, ich war gerade neben Großkreuz pissen. Was? Neben ihn am Pissen? Ich war neben ihm. Er steht neben mir. Junge, du bist geisteskrank, Freunde. Ich fühle mich voll schlecht, Digga. Wow. So, die Spieler sind im Tunnel. So, die Spieler kommen raus. Schießt den Scheiß los. Wo sind die Bremen? Werder Bremen ist mit dem pinken Trikots am Start. Auf ein geiles Spiel, Mann. Das Emre Bank auf der Bank sitzt, ist eine Coach, der ist ein Macher, der ist ein Kämpfer. Ihr werdet sehen, der wird das ganze Mittelfeld jetzt carryen. Und
Und hier ist mein Insta, da seht ihr immer, wann die Stadion-Vlogs online kommen. Ich nehme das gerade im Nachhinein auf, das ist Sinans Instagram. Da seht ihr immer, wann die Stadion-Vlogs online kommen. Leon sagt, die schießen jetzt ein Tor. Ich bin gespannt. Bitte nicht. Freistoß. Oh. Oh, da kam gefährlich. Oh, Brand. Gut ist. Weiter. Oh, das war Brand. Das war Brand. Das war Brand wieder. Das kann nicht wahr sein. Julian. Dieser Julian Brand, der macht meinen Kopf kaputt. Sehr schön gehalten, aber die stehen rum manchmal. Ja! Oh! Oh, sehr verschickt. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Das Roll schon zeigt, komm her. 3-0 für Hoffenheim in Leverkusen. Wow, sehr gute Chance für Bremen, sehr gute Chance. Cole. Wisst ihr, du schwimmst die Situation entstanden ist? Ja. Julian Brandt hat natürlich den Pass gemacht. Geil! Ich glaube, das ist eine Folge gegen Julian Brandt heute. Ich komme nicht auf diese Qualität klar. Was ist das für ein Mini? Und? Oh mein Gott, das war eine Parade! Oh, Junge, das war eine Parade! Ja, Mann! Krass gehalten! Krass gehalten! Boah! Boah, kein gefährliches Schwert, sehr gefährliches Schwert. Ja! 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 Let's go! Go! Du hast alles zerschüttet! Julian Brandt! Julian Brandt! Brandt, ich liebe dich! Ich hab nie was gesagt, du bist der Beste! Ich liebe dich! Heute geht es nur am Brand. Halbzeit. Dortmund geht kurz vor der Halbzeit in Führung. Krass. Jetzt kommt noch unser Essen, Sinan. Bist du Junge. Happy Birthday to you. So, wir bekommen jetzt unsere Dönerbox auf. Hab ich die ganze Zeit gewartet. Hier ist unsere Dönerbox mit Cocktailsoße. So, Junge. Cristiano, komm nach Dortmund, komm in die Bundesliga. Oder komm nach Bayern, noch besser. Aber Bayern will ihn halt nicht haben, ich check es nicht. Ich check es nicht, wie man Cristiano Ronaldo nicht haben kann. Wie geht das? Finanzen, die Deutschen, die denken anders. Die müssen planen, die müssen sicher. Junge, Ronaldo, wenn er am ersten Tag kommt, der macht Millionen Trikotumsätze. Ja, aber wir wollen lieber Müller und so, weißt du, die Deutschen. Leute, ich glaube, das kann wirklich der beste Stadionblock werden, den wir je aufgenommen haben. Wir haben hier Dönerbox am Start. 4-0. Jürgen, alles, was da drunter ist, will ich nicht sehen. Leander ist der perfekte Beweis dazu, dass du jetzt sofort die App TSC herunterladen solltest. Er ist erster Platz geworden und hat gewonnen eine VIP-Loge in Borussia Dortmund. Dass er heute hier sein kann, hat er einfach den App zu verdanken. Ja. Wie ist das, hier zu sein? Es ist übel geil hier. Man musste nicht mal irgendwie, es war eine Free-to-Play-Challenge. Das heißt, du hättest nicht mal investieren müssen. Und jetzt kannst du hier sein. So. Das ist der Beweis. TFC ist einfach geil. Wirklich. So, wir haben jetzt aufgegessen. Die zweite Halbzeit geht weiter. Oh, Dortmund, sehr gut. Oh! Nein! Ey, Brandt hat am Anfang so katastrophal gespielt. Was macht der Doppelpack? Was ein Doppelpack? Kann gefährlich werden. Oh! Da ist das 1-1. Oh, haut doch nicht! Oh, sehr gefährlich. Ja, let's go, Schlotterberg, Mann! Oh, gut geklärt. Gut geklärt von Schlotterberg. Und jetzt ist es gut. Alles okay. Bayern-Spieler Niklas Süle kommt rein. Schon wieder einer verletzt, ey. Gefühlt jede 5 Minuten ist jemand verletzt. Gut gemacht von Bellingham. Er erobert nochmal den Ball. Ja! Stark gemacht. Oh, was ist das 3-0? Geil,
weitergehen. 70. Minute, jetzt werden die erst gescheißen. Jetzt ja. Los, Alter. Ja. Wo ist die Gehaltserhöhung? Krass geil. Den muss man reinmachen. Wenn man so eine Chance hat. Schreibt doch gerne eine konstruktive Kritik in die Kommentare. Wir lesen alles durch. Er sagt kein Wort seit 5 Minuten. Wir haben es einfach in der Schlussphase gedreht. Sinan sitzt schon drin, ein bisschen leid. Warte, ich grüße ihn. Schlag haben wir hier, oder? Warte, noch Interview. Aber das Spiel. Es lag am Bonnier, er hat nicht gespielt. Ich bin eine Person, ich rede jede Sekunde. Ich habe gerade 10 Minuten nicht geredet. Er hat keine Stimme mehr, ne? Ich habe 10 Minuten nicht geredet. Ich habe mich gefreut, den Hundesohn zu geben. Ich habe mich so gefreut, als wäre Cristiano Ronaldo Dortmund gewechselt und am Ende dann wieder geklärt zu werden. Das ist das System der Borussia Dortmund. Also, guck mal, wir haben zwar verloren, aber das war das geilste Spiel, in dem ich mein Leben schade war. Ich weiß nicht. 2-0 geführt und 2-3 gefickt. Und dann noch in der VIP-Lounge. Ich glaube, es ist irgendwie cool, dass wir hier sind, aber dann wurde es doch schon ein bisschen auseinandergenommen. Sowas gehört beim Fußball dazu. In dem Sinne würde ich sagen, schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, lasst uns die Aktivität hier runterziehen, lasst euch das Stadion-Blog. Auf jeden Fall, ich glaube, unser Yeah.